Hier ist euer Monkey King Rumbo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es darum, wie man Start gegen Start unter der Prämisse von Reservoir Raid der Gipfel spielen kann. Wie haben wir das als Start gegen den Start 23 gespielt? Wir steigen jetzt mal ein. Es ist ein super enges Match. Es war ein fantastisches Match. Vielen Dank an Start 23 für diesen grandiosen Spielstil und dieses intensive Battle. Was sehen wir hier? Einmal natürlich, wir haben verschiedene Allianzen, die dabei sind. Es ist nicht so, dass wir nur eine Main-Allianz haben, die gerade kämpft. Genauso hat Start 23 auch nicht nur eine Main-Allianz, die kämpft, sondern verschiedene Allianzen. Warum ist das jetzt bei Reservoir Raid der Gipfel so? Das ist natürlich dadurch, dass die Spieler in den Allianzen ein bisschen gefangen sind, beziehungsweise wenn sie erfolgreich Reservoir Raid der Gipfel auch spielen wollen. Dementsprechend muss man die Strategie anpassen, wenn man nicht unbedingt im Start darauf aus ist, nur ein bis zwei Top-Allianzen zu haben, sondern wie bei uns im Start, wir haben fünf starke Allianzen und dementsprechend will jeder für sein Team auch da sein und das funktioniert dann durch Start gegen Start nicht so sehr. Wie ihr seht, wir haben einen konstanten Wechsel. Wir sehen besonders hier den Fokus der letzten halbe Stunde. Ich möchte euch nicht 8 Stunden lang den Kampf antun, aber wir fokussieren uns jetzt hier in 8 Minuten auf knapp die letzten 30 Minuten. Wie ihr hier gerade gesehen habt, ich habe kurz bevor Sunny die Hauptstadt erobert hat, habe ich den Gegner rausgekickt. Leider Gottes war der Gegner nicht mehr so stark, dass sie rausgekickt hat, obwohl sie nur dann 600.000 drin hatte. Das Ganze ist sehr kostenintensiv, wie man hier sieht. Ein paar Biocaps gehen da als Rally Leads auch gerne mal drauf. Und was ich die ganze Zeit mache, ist, den Gegner zu monitoren. Also wo ist ein starker Gegner? In meinem Fall eben von WAF. Und natürlich, ich nutze den Flieger für die Rallys. Ganz wichtiger Punkt. Niemals vergessen, der Helikopter ist fürs Ghosten noch ganz akzeptabel, weil ihr die Stats mitnehmt, aber für Rallys solltet ihr natürlich den Flieger nutzen. Wir hatten zwischenzeitlich auch, wie ihr gerade gesehen habt, die Situation, dass niemand in der Hauptstadt war. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass manche bereit sind, auch den ein oder anderen Biocap reinzuhauen. Denn am Ende ist es für den Start wichtig. Die Free-to-Play-Player bekommen Belohnungen, freie Belohnungen. Wir haben natürlich mal wieder auch unseren eigenen Start zwischenzeitlich rausgekickt. Das ist in den Fällen einfach passiert das. Es ist super eng, wie ihr seht, dass wir 25 Minuten in der Hauptstadt verbringen, war niemals der Plan. Wir dachten, wir hätten einen entspannten Job einfach nur in den Türmen. Aber wieder mal ist die Hauptstadt leer. Wieder mal sind wir ein bisschen reaktionsschneller. Das gibt euch manchmal die entscheidenden Sekunden, die darüber Sieg oder Niederlage entscheiden. In diesem Fall ist das wirklich so. Der Unterschied war am Ende knapp über eine Minute. Das ist wirklich super eng gewesen. Es hat super viel Spaß gemacht. Wie man hier auch sieht, es ist halt immer so, dass der Führungswechsel sehr eng ist und dass auch die Zeit im Kapitol sehr kurz sein kann. Diesmal hat Sunny das wieder erobert, was sehr gut ist für unseren Start, weil wir natürlich damit wertvolle Zeit bekommen. Warum helfen wir in der Hinsicht, dass wir dort auch zeitweise reingehen? Evo mit Sir Ducky als Rally Lead erobert ab und zu die Hauptstadt und ich. Am Ende ist das für uns der Vorteil, weil wir als Start sowieso ein paar Minuten in Führung liegen. Damit nehmen wir dem Gegner natürlich die Chance aufzuholen. Natürlich ist es immer gefährlich, dass wir uns auch gegenseitig rauskicken. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Aber an der Stelle ist es natürlich besser, wenn wir mit wenig Truppen nur noch drin sind, dass wir dann den Gegner kicken. Oder wenn nur noch wenige da sind, wir mit einem vollen Marsch dran sind und gegebenenfalls auch den Gegner verteidigen können und somit auch die Zeit des Gegners reduzieren. Jetzt sind wir bei noch knapp 1/4 Stunde. Das kennt man auch bei Start gegen Start. Die Verbindung ist super schlecht, urplötzlich. Aber es ist super eng. Wir sind bei 3 Stunden 13 in der Hauptstadt für unseren Start. Und ja, ich ghoste eben entsprechend auch, beziehungsweise nicht wirklich ghosten, sondern ich rally auch besonders eben, um
dem Gegner Stadt 23 halt so wenig Zeit wie möglich in der Hauptstadt zu ermöglichen und fokussiere mich da eben auf die drei stärksten Rally-Leads von dem Gegner, da ich auch ganz nette Stats dazu habe und versuche damit natürlich bestmöglich den Gegner einzuschränken. Wie kann das Ganze noch besser abgestimmt sein? Natürlich, wenn wir im Endeffekt im Start noch per irgendwie Discord Voice Chat oder anderen Voice Chat Möglichkeiten miteinander kommunizieren, die March Time besser abgestimmt haben, und das alles hilft uns dann ganz enorm bei der Start gegen Start Event, um eben am Ende auch gemeinsam zu gewinnen. Ihr seht, ich habe auch wieder mal die Hauptstadt eingenommen und ja, das ist halt wieder der Vorteil. Unser Start liegt in Führung mit ungefähr 3 Minuten, 4 Minuten und dementsprechend kann ich natürlich auch gucken, dass ich den Gegner verteidige. Und jetzt sehe ich auch, okay, momentan kommt nur gegnerischer Start, also bleibe ich erstmal drin, weil ich kurz danach sehe, da kommt dann auch eine Rallye von uns und dementsprechend werde ich versuchen, es zumindest bis dahin bestmöglich zu verteidigen, um die Minuten runterlaufen zu lassen und gleichzeitig dem Gegner so wenig Zeit in der Hauptstadt zu geben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir unseren Marsch zurückziehen, unsere Rallye, und sie reinlassen, aber es ist so eng alles miteinander getimt, dass das immer ein sehr gefährliches Spiel ist. Dann kommt gegebenenfalls ein Solo vom Gegner dazwischen und die haben plötzlich viel länger die Hauptstadt. Und dementsprechend haben wir uns an der Stelle dagegen entschieden. Wir haben es zwischenzeitlich gemacht, wenn wir gesehen haben, die nächste Rallye vom Gegner ist noch sehr lange hin. Dann konnten wir unserer eigenen Start noch zusätzlich mehr Minuten verschaffen. Ja, dann haben wir noch SEK von Start 23, die auch sehr stark waren. Chico, super starker Spieler. Den konnte ich nicht verteidigen, aber ich konnte dafür sorgen, dass wir zwischenzeitlich wach verteidigen können und auch bestmöglich die Minuten runterlaufen lassen, um für unseren eigenen Start die notwendige Zeit rauszuholen, um zu gewinnen. So haben wir aktuell das gespielt. Wir werden es sicherlich für den nächsten Start gegen Start noch weiter optimieren, dass wir eben über Voice Calls oder über auf jeden Fall die Marschzeiten der einzelnen Rally-Leads für alle sichtbar machen, um das besser noch zu teilen. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben, wie wir Start gegen Start spielen als Start in verschiedenen Allianzen und trotzdem so stark und gut wie möglich zusammen. So müsst ihr nicht mal unbedingt eure Allianz verlassen und könnt trotzdem bestmöglich eurem Start helfen. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben.